Ja, heute ist der Zulauf wirklich groß. Es sind 1.000 bis 2.000 Personen auf jeden Fall hier am Kapitelplatz, wo die MFG zu dieser Demonstration aufgerufen hat. Es sind viele Salzburger da, aber nicht nur Salzburger tun hier ihren Unmut kund, sondern es sind auch sehr viele Oberösterreicher da und auch aus anderen Bundesländern sind die Menschen gekommen, um eben hier zu demonstrieren. Und die Polizei kontrolliert auch mit solchen Zetteln, die hier ausgegeben werden, wo man eben auf die FFP2-Maskenpflicht hinweist, werden die Leute zuerst einmal ermahnt und dann wird kontrolliert und wenn nötig, leider Gottes auch gestraft. Wie gesagt, momentan alles hier friedlich. Gegen 14 Uhr wird dann diese Demonstration mit einer zweiten Demonstration von Salzburg Wacht auf am Moserplatz zusammentreffen und dann ist wie jeden Sonntag ein Marsch durch die Stadt Salzburg dieser Demonstration geplant. Aber wie gesagt, gestern war es aufgrund des schlechten Wetters zwei Demonstrationen mit jeweils 100, 150 Teilnehmern. Heute schneit es, ist kalt, aber trotzdem haben sich sehr viele eingefunden hier, um hier ihren Unmut zu den Maßnahmen der Regierung kundzutun.